Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Special auf meinem Kanal. Wir spielen Zexiert Realm of Arborea oder auch kurz einfach Terra. Und die Season ist Fate of Aaron. Ja, ich habe mich jetzt erstmal für dieses Special hier entschieden, weil dieses Spiel spiele ich momentan selber. Manchmal aktiver, manchmal weniger. Ja, und habe ich mir einfach mal gedacht gehabt, spielen wir das einfach mal als Special und gucken mal, wie es bei euch ankommt. Wenn es gut ankommt, werde ich wahrscheinlich noch ein paar andere Folgen da von dem Spiel bringen und mehr auf die Klassen eingehen und so weiter und so fort, weil ich habe jede Klasse. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel meinen Berserker. Ist die einzige Klasse, die ich vorher noch nicht hatte. Die habe ich jetzt vor kurzem erstellt. Und das kommt wegen einem der letzten Updates. Und zwar ist der Berserker als Damage-Dealer-Klasse jetzt auch fähig zu tanken. Zuerst ab Level 65, weil es da erst die nötigen Skills für bekommt, aber naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit, ihn hochzuleveln und kann euch ein bisschen was zeigen, während es hochlevelt, habe ich mir gedacht. So, also, Terra hat drei verschiedene Arten von Charakteren. Erstens die Rogue-User, also die mit dünnem Stoff kämpfen, würde ich einfach mal sagen. Das sind die Magier und die Heiler. Des Weiteren gibt es auch noch die Leder-User, also ich beziehe mich gerade auf die Arten von Rüstung, die sie tragen können. Und zwar sind die Leder-User dann Archer, Schwertkämpfer, die so mit mittlerer Verteidigung und die Heavy-User. Dazu gehört zum Beispiel der Berserker. Heavy-User haben halt mehr Verteidigung als normale. Und der Berserker ist halt die einzige, Kla also eine der einzigen Klassen, die halt hohen Damage-Output hat und auch hohe Verteidigungswerte und sogar blocken kann. Ziemlich viele gute Sachen. Bis jetzt mochte ich Berserker immer nicht spielen, aber jetzt, wo Tanks eingeführt worden sind, habe ich mir gedacht, okay, es wird Zeit, weil mein Main-Charakter ist Tank. Ich spiele sehr gern Tank, ich liebe die Herausforderung. Ich hatte früher immer Archer als Main, aber ja, ich habe zwischendurch auch viele Pausen von dem Spiel gehabt, da hat sich einfach meine Vorlieben geändert. So, und jetzt ein bisschen was noch zum Berserker. Und zwar die Fähigkeiten von Berserker sind eigentlich relativ einfach. Es ist keine schnelle Klasse. Die Angriffskombinationen sind also relativ langsam auszuführen. Man muss ein bisschen aufpassen, aber da man blocken kann, ist es alles nicht so schlimm. Damit kann man viel Damage, das einen treffen würde, normalerweise entgehen. Viele Klassen haben auch einen Ausweichskill, womit sie Angriffen im Fall ausweichen können, aber das hat der Berserker leider nicht, was ich ziemlich schade finde. Aber später, in der Tank-Version, müsste er einen bekommen, wie ich richtig gelesen habe. Ich analysiere immer alle Klassen, die ich habe, immer sehr genau. Und da ich Berserker erst kurz angefangen habe, habe ich da natürlich noch nicht so viele Informationen drüber, aber es sollte gehen. So, einmal zu den Skills. Wir haben erstmal den. Ziemlich gut als Anfangsskill, finde ich. Flattern V. V bedeutet Level 5, also die Skill habe ich schon 5 Stufen jetzt gehabt. Ich habe schon bis 33 gelevelt. Anfangs dachte ich halt nicht, dass ich das Play machen möchte. Mit Terra, weil es halt viel hohe Grafikanforderungen hatte und hat ziemlich Probleme gemacht, dass ich es aufnehmen konnte jetzt. Die Auflösung, also ich hatte vorher hohe Grafik-Settings, aber nicht so eine hohe Auflösung. Und mein Aufnahmeprogramm hat es ziemlich doof aufgenommen. Und jetzt spiele ich mit den nahezu den höchsten, ich habe den Himmel ausgestellt, aber ich will den nahezu den höchsten Grafikeinstellen jetzt, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass mein Aufnahmeprogramm ein schön großes Bild aufnimmt. Deswegen muss ich damit jetzt einfach mal leben, auch wenn mein PC ein bisschen rumjammert, ein bisschen lauter ist, aber das sollte man eigentlich in der Aufnahme nicht wirklich hören. Gut. Der Grund, warum ich jetzt heute Terra aufgenommen habe und gerade bei diesem Level ist, weil mir heute aufgefallen ist, Saravashs Akzent. Diese Instanz war früher Level 50 oder ich weiß nicht, ungefähr Level 50 und jetzt ist sie plötzlich auf Level 33 und ich habe die Instanz früher noch nie gespielt gehabt. Deswegen dachte ich mir, super Zeit, um eine Blind-Instanz zu spielen, die ich selber noch gar nicht kenne, mit einer Charakterklasse, die ich noch nicht so gut beherrsche. Und ja, die Wartezeiten hier, also ich werde es random machen, weil ich nicht so viele Leute hier online habe, die Zeit haben oder so einen Charakter auf diesem Level haben, deswegen werde ich da alleine einfach in die Warteschlange setzen und werde das später dann rausschneiden. Ja, aber erstmal weiter ein bisschen zur Klasse. Ist das Skill? Mein Lieblingsskill. Man lädt lange auf, kriegt da viel Damage. Und macht so eine Art Tornado und macht ziemlich Schaden. Ach ja, wie ihr seht, haben wir HP und MP-Leiste und Circa ist eine von den Klassen, die, wenn man ein bisschen wartet,
gehen nämlich die MP leer, ohne, also wenn ich nichts mache. Das heißt, man muss eigentlich kämpfen, das heißt, man hat so einen doppelten MP-Verlust. Jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil die MP nicht runtergehen wollen. Davon gibt es zwei Klassen, und zwar Slayer und Berserker. Slayer ist halt Großschwert. Aber die MP wird nicht runtergehen. Da seht ihr den Damage, so um die 3 bis 6.000, ich weiß gar nicht, ich habe drauf geachtet. Und dann, wenn wir ein Skill, macht er viel mehr Damage. Kein Crit, 6.500, okay, fettes Beispiel. Die Waffe macht relativ viel Critical, weil es eine sogenannte Avatar-Weapon ist. Die wurden später erst eingeführt, weil die machen sehr viel Damage auf Monster auf dem Level der Waffe, so also um den Level der Waffe darum, deswegen machen sie relativ viel Damage. Wieder kein Crit. Irgendwie habe ich gerade kein Crit. Dann habe ich diesen Skill. Das war Vampiric Blow, und zwar ist die Fähigkeit davon, wenn ich jemanden Gegner treffe, wird Teil meines Damages in Leben umgewandelt. Relativ gut, ich kann mich währenddessen aber nicht bewegen, was ziemlich schlecht ist. So, versuchen wir es noch einmal mit dem Crit. Ja, 1500. Sehr viel stärker, wie man sieht. So, und jetzt einmal den Skill. Der trifft ziemlich häufig, und wie man sieht, schon nach zwei Treffern ist der Gegner schon tot. Also der Damage-Output von Berserker ist ziemlich gut. Ich mag mir nicht, dass er so langsam ist. Ich bin lieber schnellere Klassen gewöhnt. Aber naja, ich will ja tanken später. Vielleicht kriege ich ja dann das trotzdem ganz gut hin. Ich habe zwei Skills, die ein bisschen Mana auffrischen, und während der Effekt hier läuft, geht der Mana-Vorrat auch nicht runter. Das ist ziemlich praktisch. So, da habe ich noch einen weiteren Skill. Berserker hat sehr viele Aufladeskills. Das war Thunderstrike. Ist nahezu wie dieser hier, nur dass die Aufladezeiten anders sind und. Aber das Skill kann, wenn man das Ganze mehr auflädt, sehr viel stärker sein als der andere. Ich kann natürlich, jetzt wie man sieht, gebe meine Mana runter, obwohl ich nichts mache gerade. Dem Skill hier kann ich MP in Mana umwandeln. Dash, jeder Charakter hat ein Skill, womit er eigentlich lange nach einer Zeit schneller läuft. Ja, also Terra hat sehr große Ausmaße, ich könnte jetzt ewig weiterreden mit ihm erklären, aber. Ich denke mal, das reicht erstmal so weit mit der. Ich kann noch dieses aktivieren. Habe ich für 15 Sekunden mehr Damage und weniger Verteidigung. Auch ziemlich gut, aber nur wenn man einen guten Tank hat. Ja, und ich denke mal, ich werde jetzt mich erstmal in die Warteschleife für das Dungeon einreihen. Und dann, wenn ich fertig bin, werde ich wahrscheinlich den Zwischenteil rausschneiden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. So, und damit haben wir eine Party gefunden. Sogar mit Tank, sehr schön. In letzter Zeit hat man zu selten einen Tank, weil einfach keine Tanks mehr das wollen und so weiter. Obwohl, ich glaube, ich habe irgendwann vor einem Jahr oder so mal gemacht. Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall nicht auf diesem Level. Also, wir haben mich, einen weiteren Berserker, einen Lancer, einen Heiler. Heiler ist in diesem Fall Mystic und einen Zorg. Die wollen nicht besonders warten, wie es aussieht. Ah, hoffe, ein bisschen stärker, wie es aussieht. Aber ich mache immer noch ganz gut Damage. Die ist jetzt für Level 32 plus 5 Level meistens, also 32 bis 37. Daneben. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Die ersten Mobs schon ein bisschen mehr aushalten. Wird interessant, wie es nachher später wird. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, man kann ja schon erkannt bis jetzt, dass ich auf den USA-Servern spiele, weil früher, als ich angefangen hatte, auf deutschen Servern würde ich spielen, und dann ging es nicht, und dann ging es erst sehr, 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 sehr viel später. Und ja, da wollte ich nachher nicht mehr ändern. Habe ich mich entschieden, so zu bleiben. Und ja, und ich bin eigentlich voll zufrieden, und die Leute reagieren auch immer voll nett, wenn hier jemand mal erzählt, dass ich von Deutschland komme und so weiter. Also eigentlich hat man hier keine negativen Aspekte. Außer, dass ich manchmal ziemlich schwierige Wörter benutze, weil Englisch nicht so gut ist. Ich habe Großteil meines Englisches eigentlich aus Terra gut gelernt. Weil in der Schule wollte man das früher irgendwie nicht in den Kopf bekommen bei mir. Oh, hat ein bisschen geleckt, oder?
Ach, ich treffe mal einen. Man sieht schon, meine Crit-Rate ist nicht mehr die größte. Die Mobs sind, oh, sind 34, ja gut. Die Waffe ist 32, das heißt, auf 34 ist die Crit-Rate eigentlich schon ein bisschen noch erhöht. Müsste eigentlich so sein. Ja, und bei so, wenn die Mobs jetzt noch ein Level höher werden, wird es wahrscheinlich noch mehr reduziert. Also, es ist halt ein Avatar-Weapon. Das habe ich schon mal erwähnt gehabt. Das bedeutet, ich droppe zwischendurch mal solche gummierten Stücke. Habe ich davor schon wieder welche? Nö. Man muss eine bestimmte Anzahl von Stücken finden. Und wenn man alle zusammen hat, kriegt man dann die nächste Waffe. Ich habe die hier vor kurzem erst bekommen. Also heute. Blau, die Farbe der Waffe bedeutet übrigens, dass die schon geplust worden ist. Die ist an plus 4 ist sie so weißlich, dann geht sie plus 9 so bläulich über. So 10, 11 ist so lila und plus 12 ist rot. Und dann geht es noch weiter, aber das ist ja, weit hin, das macht man erst so ab 65, noch weiter als 12. Aber eigentlich macht man erst ab 60 auch allgemein überhaupt über plus 9. Ich muss sagen, die Instance gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil alle Instance bis jetzt waren durch die Avatar-Weapon so einfach und so schnell zu Ende. Hens? Haben wir irgendwas in Gang gesetzt? Bin gespannt, was echt erwartet, weil es ist halt echt ewig her. Ich bin nicht sicher, ob ich hier drin war oder ob ich... Ah, die machen echt dauerdämische Teile. Man stellt sich vor, ich habe Heavy Armor, das heißt, ich habe mit die meiste Verteidigung hier und ich bin gerade kurz ein paar Sekunden halt down gewesen. Na gut, liegt aber daran, dass meine Armor nicht so gut ist. Ich hätte mich für dieses Instance vielleicht besser ausrüsten können, sollen, müssen. Wollte ich ja nicht unbedingt, weil ich, wie gesagt, ich mag Herausforderungen. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass ich vorher eine bessere Waffe bekommen habe, sonst würde ich die anderen hier nur aufhalten. Ich nutze eigentlich fast nur dieselben Skills, weil die meisten Skills auf dem Level hat man noch nicht alle super Skills. Oh, ich war Level ab. Das ging echt fix, aber ich glaube, ich hatte gar nicht mehr so viel, was fehlte. Level 34? Ah, ich kann Skills upgraden. Ach ja, eine super Erneuerung bei Terra ist es, dass man hier, dass man Skills in Instances und so weiter upgraden kann und nicht in die Stadt muss oder so. Allgemein zu Terra kann ich sagen, ist es eine Kombination von. Ich habe nur Guild Wars 1 gespielt, deswegen kann ich 2 nicht sagen. Also, es ist eine Kombination von Guild Wars 1 und Monster Hunter, würde ich sagen. Weil man muss die Monster richtig anvisieren, man läuft rum, es ist Open World, können Mobs spawnen und man aktiviert Skills nacheinander, damit die schneller aktiviert werden, so wie in Guild Wars, wo sie auch nacheinander aktiviert werden. Hardy, oder das war gut. Hat einen Kristall bekommen? Geht da nicht rein, kacke. Ja, wie zu sagen, was ich gerade aufmatte, dass ich habe gerade einen Kristall bekommen. Kristalle kann man in Rüstung oder Waffen tun und dann werden die Rüstung oder Waffen stärker. Das eben, was ich bekommen habe, ist ein relativ guter gewesen aus meiner Sicht, also für meinen Level. Und leider ist es auch ein bisschen begrenzt, der Kristall ist zu hoch für mein Level meiner Rüstung. Mit dem Level meiner Rüstung ist nämlich aus der Instance hier vor, die man 32 mal mehr betreten kann, weil man zu hoch ist. Also nicht mehr mit Warteliste. Ich hab ein bisschen Angst mit meinem HP. Ach, der Zorg ist tot. Oh, kann hier leicht mal passieren, wenn ich gemerkt habe. Es ist ja nicht so leicht. Aber das erste Mal, wenn man neue Instance tritt, wenn man das Level Cap schon überschritten hat, ist es meistens immer schwerer. Wo das Hauptgame erst losgeht, wenn man so 65 ist. Aber trotzdem, kann man trotzdem ja mal zeigen im Let's Play, wie so ein Low-Level-Bereich das ist. Eigentlich ist es viel humaner, viel interessanter, viel entspannender als ein Low-Level-Bereich. Ich habe alle Möglichkeiten gesagt, dass mir schon wirklich alle jetzt, nachdem mich so kapitaliert und. Ich habe immer noch meine Favoritenklassen, aber Zerg gefällt mir eigentlich besser als früher. Ich habe früher schon mal Zerg gemacht, habe das Level 1 gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat, wie langsam es war und die Skills. Neben der Aufteilung von Light, also leichte Armor, Robe und
Heavy Armor ist halt noch so ein Rassen zu unterscheiden, weil verschiedene, in allen Spielen eigentlich, verschiedene Rassen-Skills auch nur ganz nutzbar sind für die jeweilige Rasse. Und deswegen habe ich diese Klasse hier ganz gewohnt. Ich habe Castanic gewählt, weil sie haben einfach automatisch 1% höhere Crit-Rate vom Rücken her. 1% klingt wenig, aber wenn man später mal guckt, dass man so um die 200, 300 Crit-Rate auch kommen kann, ist immer noch eins wenig, ich weiß. Aber wenn man die anderen passiven Skills und Rassen-Skills sieht, dann weiß man schon eigentlich, dass das eigentlich ein ziemlich bitter passiver Skill ist. Aber das trifft ja nicht. Der Tod? Was? Wieso haben sich die ausgelöst, die Gegner? Irgendwie lassen sich die Gegner nicht töten, die lösen sich von selber auf. Wundert ein wenig. Wenn man eigentlich die Low-Level-Bereiche durchspielt, dann lernt man, dass viele Gegner halt die Angriffspattern von denen auch so wiederholen. Das heißt, wenn man den ganzen Low-Instance spielt, dann lernt man auch für die späteren Instances ziemlich dazu, auch wenn das eigentlich vollkommen andere sind. Ah, greift mich an, oder auch nicht, fällt um. Ja, was ich gerade eingesetzt hatte, war ein Skill, der stärker wird, wenn man ihn einsetzt, wenn der Gegner am Boden liegt, deswegen habe ich eingesetzt. Oh. Ja, der ist besser. Hier bei Terra ist es meistens so, man kann es auch umstellen, dass man, wenn es einen guten Drop gibt, ich habe ihn bekommen, dann rollt man darauf und zwischen der Zahl zwischen 1 und 99 und dann bekommt der höchste Rolle, so wie ich es. Das brauche ich nicht. Habe ich gerade bekommen, habe gerade besseren Ring bekommen, das heißt, ich kriege mehr Attacke und mehr Mana. Mana ist gerade minimal hochgegangen. Low-Level-Bereich bringt ja nicht so viel, aber wenn man halt einen kostenlosen Ring bekommt, warum Nein sagen? Also, wie gesagt, ich spiele gerne Tank. Erstens, weil es anspruchsvoller ist als ein ganz normaler DPS, weil normalerweise steht es einfach, wenn der Tank gut ist, hinterm Tank und kreist den Mob an. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll meistens bei den meisten Bössen, obwohl manche Bösser nach hinten angreifen oder sich umdrehen ja öfters mal, aber Tank einfach gerne. Und Tanks sind einfach rare in diesem Spiel, man hat nicht viele, also es sind immer zu wenig Tanks da. Und man braucht halt, dieses Party besteht aus 3 DPS, einem Tank und einem Healer. Momentan sind die Healer auch rare. Das heißt also, momentan sind die Healer sogar rare als mehr als Tanks. Früher war es anders, aber es sind halt jetzt wieder Raids dazu gekommen, das heißt man braucht 2 Healer pro Gruppe und nur einen Tank. Deswegen sind die Healer eindeutig rarer. Wenn man sich vorstellen muss, dass man einen Tank, 2 Healer und 7 DPS hat. Aber naja. Also ihr müsst mir unbedingt schreiben, ob euch das gefällt hier, die kleine Einführung, weil ich habe früher, als ich früher Terra gesehen habe, hier gesehen gehabt, dass die Player, die ich gucke, die meisten einfach nur Level 12 oder so gemacht haben und aufgehört haben. Und ich dachte, 12, das ist jetzt die Zeit, die am wenigsten spannend ist. Deswegen lieber die cooleren Sachen. Ah, okay, der Boss hat mich anvisiert, oder? Sieht so aus. Ah, gerade ich blocken, ich habe kein Mana. Bei jeder Klasse, die blocken kann, ist es anders, was sie verbraucht. Beim Warrior verbraucht sie zum Beispiel, also Warrior ist ein Zweihandschwerter. Der verbraucht SP anstatt Mana für Blocken. Genauso wie der Lancer. Und Warrior verbraucht halt Mana. Wenn ich kein Mana habe, kann ich halt nicht blocken. Da die Mana runtergehen, auch wenn ich nichts einsetze und bei Skills ist natürlich ziemlich doof. Wenn wir später sehen, wie das denn ist. Ich könnte das ja miterleben bei meinen ersten 65er und 60er Instance, dann denke ich später. 65er, 60er wahrscheinlich. Oh doch, 60er kann ich auch machen. Vielleicht am Anfang so. Bin schon gespannt, wie das wird. Und ich werde wahrscheinlich dann, wenn es euch gefällt, jede einzelne Klasse Informationen drüber geben, was ich so die letzte Zeit darüber von. Oh, wir wollen das skippen. Informationen über, wenn ich Informationen euch geben möchte, ich kann euch gerne alles sagen, was ich die Jahr, also letzten 2 Jahre über Informationen gemacht habe. Ich habe jetzt nicht 2 Jahre durchgespielt. Es war bei mir eher so, dass ich 2-mal in diesen 2 Jahren ein halbes Jahr Pause hatte, weil ich genug hatte. Wenn man nur eine Person, die einzige Person ist, die das spielt und von dem ganzen Freundeskreis, die ganz schnell aufhören, weil sie es nicht so gut finden,
Oder wenn jemand anders das spielen möchte, ist doof. Deswegen versuche ich, habe ich normalerweise immer so gemacht, ja, ich level meinen Charakter in 5 Tagen auf 65. ist möglich, ist aber zeitintensiv und gibt bessere Wege schon als die, die ich benutze. Ich mache es mit Questing ganz normal. Aber ich werde diesen Charakter hier viel langsamer leveln und euch ein bisschen teilhaben lassen, wenn ihr das wollt. Und dann noch die anderen Klasse 65 zeigen. Ja, und dann ein paar andere Specials bringen, wäre mir eine ganz gute Idee. Vielleicht hab ich denn schon ein neues Game gefunden oder ich habe von euch ein paar Beispiele gefunden. Ja, und da wir jetzt warten können, kann ich die erste die Folge für heute beenden. Sehen wir uns dann morgen wieder zum nächsten Special von Let's Play Terra, Fate of Aaron. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao!